Ich bin heute hier in Hiltrup, um ein klares Zeichen gegen die AfD zu setzen. Die AfD und ihr Vorsitzender Meuthen sind eine ganz klar rassistische, aber auch neoliberale Partei. Und Meuthen ist sogar bekannt dafür, dass er den faschistischen Flügel innerhalb der AfD protegiert, namentlich Bernd Höcke, der mit seinen faschistischen Äußerungen tatsächlich negativ in die Schlagzeilen geraten ist. Ich bin der Meinung, die AfD hat hier in Hiltrup nichts verloren und deswegen bin ich heute hier vor der Stadthalle in Hiltrup, einige Meter entfernt von der Flüchtlingsunterkunft in Hiltrup, die vor einem Jahr in Brand gesetzt worden ist, auf die es einen Brandanschlag gegeben hat, und um dieser Provokation etwas entgegenzusetzen. Es bleibt dabei, AfD ist in Münster nicht willkommen. Wir müssen alle wachsam sein. Und die Menschen, ganz besonders aber die Jugend, über die furchtbare Vergangenheit aufklären, damit nie wieder geschehe, was damals geschah. Denkt an die Worte von Bertolt Brecht: Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch.